So, da wären wir wieder. Und in der Zwischenzeit habe ich was Interessantes gefunden. Nämlich hier haben wir auf der rechten Seite unsere Müllpresse, auf der linken Seite nichts. Also ist das schon unsymmetrisch. Das heißt, wir können hier unsere Goblin-Todesfalle-Todesturm hinbauen. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier buddeln wäre gefährlich. Aber es wären ja mindestens 9 Etagen bis hier. Theoretisch könnten wir sie einfach runterschmeißen und hier unten wieder hochkrabbeln lassen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man aus mehreren Etagen auf Wasser auftrifft. Also ob die denn beim Aufprall sterben oder ob die hier ertrinken oder ob gar nichts passiert und sie einfach rausschwimmen und unsere Festung neu angreifen oder? Na gut, so oder so haben wir da eine gute Stelle, wo wir unseren Turm bauen können. Das heißt, ich buddel hier schon mal. Das waren 1, 2, 3, 4 Felder. 1, 2, 3, 4 Felder. Und dann 3 mal 3. Und hier müssen wir dann channeln, 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 channeln. Channeln, channeln. Und hier. Hier dürfte eigentlich kein Höhlensystem sein. Das erstreckt sich ja hier rum. Also gut, denn hier nicht channeln und hier einfach nur minern bis. Stopp. Unser Zwerg kann ja nicht wieder durchs Höhlensystem und dann durch den Haupteingang der Festung wieder rein. Da steht ja ein Troll im Weg. Na gut, dann minerst du hier. Machst hier einen 3x3 Raum, bitteschön. Und machst hier irgendwie den Weg wieder nach oben. Genau, dahin zum Beispiel. Also jetzt nicht auf dieser Etage, sondern. Das macht jetzt wirklich über alle Etagen. So, also bitteschön bis da. Bis da. Hier baust du eine Treppe nach oben. Hier baust du eine nach oben und unten. Hier baust du eine nach oben und unten. Hier baust du eine nach unten. Und dann hier. Normaler Minenangang. Das heißt, die Goblins werden oben runtergeschmissen. Hier. Trudeln 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Etagen runter. Das passt ja sogar doch. Dann ist hier eine Tür. Da ist eine Tür. Da sind zwei Todesfallen. Dann kann der Zwerg, der das Ganze jetzt gerade ausbuddelt, der sich hier immer runter channelt und dadurch nicht nach oben kommt, der kann dann hier wieder zurücklaufen. Hier hoch. Und bei dem Brunnen sich erstmal sauber machen von dieser dreckigen Arbeit und dann weiter weg. Und die Leute können später hier runterlaufen vom Brunnen aus. Und die Überreste von den Goblins einsacken und oben auf dem Haufen werfen, wenn wir an die Knochen rankommen. Für die Trainingspolzen und so weiter. Das schaut soweit gar nicht mal so schlecht aus. Hat das Ganze irgendwo einen Haken? Wir haben keinen Zugang zu dem Höhlensystem. Hoffe ich jedenfalls, dass hier keins ist. Das heißt, wir müssen auch nicht befürchten, dass irgendwelche Viecher von unten hier reinkommen. Und auch nicht der Troll. Oh, das schaut soweit gar nicht mal so schlecht aus. Dann kann ich, wo ich hier schon mal bin, den restlichen Bereich auch noch glatt schleifen lassen. So. Das können also unsere Miner schon mal machen. Die Schießstände sind jetzt fertig, aber wir haben keine Schießer mehr. Und wir haben immer noch viel zu viele Hunde, die sich selbst auf so einer riesigen Anlage hier totprügeln. Das ist gar nicht gut. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es halt auch nur ein Pen ist. Mir wurde ja schon gesagt, ich soll das lieber auf mehrere aufteilen. Und das wollte ich, glaube ich, vor 2, 3, 4 Folgen auch schon mal machen. Also hier oben. Ups. Wir haben einen Dart. Und wir haben keinen Captain of the Guard. Na gut. Erstmal das Mandat. Mach einen Crossbow. Wooden Cross 1. So. Aber irgendwie übersehe ich die echt andauernd. Wann war das? Ja, okay, wenn man den ganzen roten Text sich anguckt, dann ist es, glaube ich, irgendwie verständlich, warum ich sowas verpasse. Viel zu viel roter Text. Nö, ich glaube, das nimmt er gar nicht mehr zurück. Na gut, also. Dann sortieren wir mal hier und hier und da jeweils ein paar Hunde rein. Die müssen ja nicht direkt nebeneinander stehen, um Kinder zu bekommen. Das läuft irgendwie über Sporen. Ja, das ist recht komisch.
Das heißt, wir sortieren einfach mal in jedem ein paar Hunde rein, damit die sich nicht gegenseitig angreifen. Eine Henne nicht, nee. So, das waren jetzt 6 oder 7 Hunde. 8 Hunde. Das reicht. Escape. Das war in dem hier. Jetzt machen wir das Ganze hier nochmal und gucken, was da noch so über ist. Du und 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 du. So, und ich merke mir jetzt mal ganz kurz, hier ist eine Kiwi-Henne und 2 Hunde über dem Kiwi sind noch nicht zugeordnet. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Zuordnung jetzt schon feststeht oder ob die erst gemacht wird, wenn die Hunde wirklich drin sind. Weil sonst könnte es sein, dass wir gerade alle Hunde da zugeordnet haben. Dann gehen wir jetzt zu dem nächsten Wastrier, wollen die Hunde wieder zuordnen und die sind hier noch nicht festgelegt und wir ordnen die gleichen Hunde, die wir hier zugeordnet haben, da nochmal zu. Machen also alles wieder zunichte. Das wäre nicht so toll. Aber jetzt gucken wir mal hier hoch, Shift N. Und gucken, wo ist unser Kiwi? Ich sehe keinen Kiwi, ich sehe nur ganz viele Goblins. Und ganz viele Puppies. Und ich sehe niemanden irgendwo zugeordnet. Die wollen mich doch veräppeln, oder? Also da ist der Honey Badger. Da sind unsere Kriegshunde, ist okay. Kriegshund, da ist der Kiwi. Und 2 Hunde über dem Kiwi waren noch nicht zugeordnet. Okay, sie sind schon zugeordnet, aber halt einem anderen Pasture weiter unten. Machen wir es einfach mal so. Jetzt nehmen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hunde, 7 Hunde. Bis zum Rooster, also bis zum Hahn. Das sieht ja richtig in Arbeit aus. So, hier nochmal Shift N. N für Pasture. So, und jetzt suchen wir hier unseren Rooster. Da ist er. Und nehmen alle Hunde da drunter in den Pen hier. So, euch auch noch. Und ein paar können wir auch unten lassen, fällt mir gerade auf. So, die 4 lassen wir jetzt unten. Und die ganzen Welpen auch. So, jetzt haben wir also zu jedem dieser 4 Pastures so 6 bis 8 Hunde zugeordnet. Da dürfte es hoffentlich keine Probleme mehr geben. So, was macht unser Todesturm? Also der Troll macht schon mal gar nichts, das ist okay. Todesturm wird schon gebaut. Der Zwerg hat sich auch schon runtergemeinert. Und wieder hochgemeinert und rausgemeinert. Das ging ja flott. Dann setzen wir schon mal ganz schnell Türen. 20 Stück haben wir noch, das dürfte reichen. Da und da. Und hier unten sowieso. Und dann noch oben bei der Runterschmeißstelle. Die hier ist. Warum hat er die Ecke da nicht gemeinert? Oh, da gab es gerade eine Fehlermeldung, dass er kein Memorial Slab machen konnte. Engraver Allen kann den Memorial Slab nicht machen. Grund, er braucht einen unbeschriebenen Slab. Also müssen wir doch vor Slabs produzieren. Nur wo? Gucken wir nochmal hier. Slab, da sind sie doch. Davon nehmen wir jetzt erstmal eine ganze Ladung voll. Das müssten 10 Stück sein. Und hier machen wir auch nochmal welche. Es sind zwar, glaube ich, nur 10 oder 12 von der Miliz gestorben. Ich glaube eher 10. Aber wir können schon ein paar auf Vorrat haben, ne? Genauso wie bei den Särgen, davon kann man anscheinend nicht zu viel haben. Ich hätte jetzt echt gerne die Brücke vorher verlinkt gehabt, dann könnte man den Troll so schön runterschmeißen. Naja, aber wenigstens macht er keinen Ärger, das ist schon okay. Oh, aber wo ich gerade die Käfige sehe, sollten wir mal ganz schnell oben den Zwerg da rausholen, bevor wir noch einen Geist haben. Das heißt, wir drücken jetzt BJ, setzen also einen Käfig, und zwar dahin. Und jetzt suchen wir hier unseren Zwerg raus. Goblin, Zwerg. Wo wir gerade dabei sind, setze ich einfach nochmal einen Käfig und gucke, ob wir nicht noch irgendwo noch einen Zwerg haben, den ich vergessen habe. Goblin. Ganz viele Ratten, die sich irgendwie auch vermehren in den Käfigen, obwohl das eigentlich nicht geht. Nee, sonst nur Goblins.
Na gut. Oh, und da fällt mir noch was ein. Bevor wir die Goblins runterschmeißen, sollten wir sie eigentlich noch alle ausziehen, oder? Nee, brauchen wir nicht. Denn wir können sie einfach samt Rüstung und Waffen im Käfig runterschmeißen. Also im Käfig bis zu der Stelle tragen, Käfig aufmachen, sie ausstülpen. Dann fallen sie mit ihren Waffen und Rüstung runter, sterben trotzdem und die Waffen liegen dann einfach unten. Dann sparen wir uns auch die Zeit, das Ganze mit dem Käfig aufstellen, alles verbieten, alles dumpen, alles einsammeln und so weiter. Das muss ja auch nicht sein. So, also Zeit weiterlaufen lassen. Ich will meinen Goblin-Todesturm einweihen. Ich sehe schon, wie die ersten Pilze wachsen hier, da, wo sie nicht wachsen sollen. Also DT. Und das soll jetzt wohl auch über mehrere Etagen gehen. Also machen wir einfach so. So, und gehen jetzt hier... Ne, nicht hier hoch. Dann fangen wir an, draußen Sachen abzubauen. Also erst mal bis hier. Ist da irgendwas markiert? Das scheint nicht wirklich funktioniert zu haben. Ah, doch, da. Aber warum dann die nicht mitgenommen? Na gut, so, hier kommt auch noch mit. Hier sind auch alle markiert, sehr schön. Hier unten können gar keine wachsen. Das ist noch besser. So, was haben wir hier unten noch? Betten. Betten für unsere Miliz, die nicht mehr existiert. Die Räume sind jetzt alle soweit bezugsfertig. Und nur einer wohnt drin. Warum ist der Meinhauler in dem Bett von der Miliz? Also auch ganz schön dreist. Er ist fürs Vaterland gestorben und... Ach so, der ist mit einem Hammerzwerg zusammen. Nahdris. Lebt Nahdris noch? Du bist Pankolos da oben, richtig? Nee, ist es noch ein Hauler? Der einfach so hier drin schläft? Nein, der ist mit einem Mechaniker zusammen. Und der Hauler und der Mechaniker schlafen beide in dem Bett eines Milizen? Ach, wir haben die Betten schon vorbereitet, aber wir haben sie niemandem zugeordnet. Deswegen haben die sich einfach irgendwelche geschnappt. Die können ja nicht wissen, dass die Privatleute, also die Zivilisten hier oben schlafen sollen und die Milizleute da unten. Ja, müssen wir uns später auch nochmal drum kümmern, wenn wir eine neue Miliz haben. Also, alle Zivilisten hier unten rausschmeißen und hier oben zuordnen und die Miliz da unten wieder einsorten. So. Die Fallen sind alle wieder aufgestellt? Nee, da fehlen noch ein paar. Aber theoretisch könnten wir jetzt einfach die Tür aufmachen und hoffen, dass der Troll in eine Falle läuft. Was ist, wenn der Troll nicht in Fallen fallen kann? Das wäre nicht so schön. Denn wäre es wahrscheinlich das Ende. Obwohl, nee, wir haben die Wachen hier. Von der Karawane, das ist noch besser. Gut, gut. Das prüfen wir noch gleich mal aus. Wir drücken jetzt M. Alarm. Machen wieder nur unseren Inside. Damit sie wenigstens noch zum Schalter laufen können, aber nicht hier in den Tunnel gehen. Und drücken jetzt bitte den Knopf. Und gucken, was passiert. Also entweder läuft der Troll rein, fällt in den Käfig und das war's. Oder wir lernen, dass er nicht in Käfige fallen kann. Oh, wir haben gerade beide Floodgates zugemacht, das wollte ich nicht. Ja, oder wir lernen, dass Trolle nicht in Fallen fallen können und die Wachen von der Karawane, die wir gerettet haben, kommen uns dann zur Hilfe und bringen die um. So, beide Schalter drücken, auf und auf. Komm schon, Troll. So, jetzt hast du direkt den Weg in unser Fort rein. Das ist doch toll, oder? Kannst lauter Zwerge töten. Komm schon. Komm schon. Feigling. Feigling. Na gut. Nächster Plan. Wir warten einfach, bis die Karawane von dannen zieht. Was sie irgendwann sowieso sollte. Weil der Weg jetzt ja wieder frei ist nach draußen. Und dann nehmen sie halt den Troll einfach so mit. Also nicht, weil der Troll gerne mit auf eine Karawanenfahrt gehen würde, sondern weil die Wachen halt an ihm vorbeigehen und dadurch aggroen. Das klingt nach einem guten Plan. Das heißt, den Troll vergesse ich jetzt einfach. Wir lassen einfach den Alarm so weit bestehen, dass keiner in den Tunnel da unten geht. Die restlichen Arbeiten können ja so weitergehen. Und dann gucke ich in ein paar Folgen mal wieder hin, ob der Troll inzwischen tot ist oder nicht. So, wir sollten... Oh, was machen die Zwerge denn da bei den Särgen? Trauern die?
Sieht ein bisschen so aus. Oh, ich wollte noch die eine Ecke hier wegminern. So. Und hier schon mal die Grube erstellen. Das soll werden ein Pitpond. Also P. Und ich ordne gleich mal ein Meerschwein dazu. So testweise. Oder ich könnte den Buzzard runterschmeißen. Hahaha. Obwohl. Ich weiß nicht ganz, wie das Spielprinzip ist. Also klar, ein Buzzard kann fliegen. Aber ich weiß nicht, ob er vom Spiel her weiß, dass er auch fliegen darf, wenn er aus einem Käfig gekippt wird. Ich glaube, ich lasse den Buzzard mal frei. Obwohl, den müssen wir wieder einfangen. Nee. Komm, wo ist ein Meerschweinchen? Da ist ein Käbibor. Und wir haben kein Baby-Meerschweinchen mehr. Hm? Wir können die Ratte runterschmeißen. Sie verursacht eh immer nur negative Gedanken. So, du fliegst jetzt da runter. Wir haben sie assigned mit Enter. Enter. So. Jetzt müsste sie eigentlich runtergeschmissen werden. Und zwangsweise sterben, weil es 10 Etagen sind. Also ich weiß, manche Viecher überleben so einen Sturz auch. Und deswegen kann man auch unten, also auf dem Aufschlagsort, der ja hier wäre, kann man auch aufrechte Stacheln bauen. Also Speere, die nach oben zeigen. Die verursachen dann gleich noch mehr Schaden. Aber erstmal will ich gucken, was mit dem Meerschwein passiert. Oder mit der Ratte, besser gesagt. Hoffentlich ist die Ratte überhaupt in dem Bunker mit drin. Und wir kriegen viel zu viele Nachrichten. Place Item im Tomb können sie nicht. Ja, weil die Leute alle draußen sind. Ja, aber das ist auch richtig so. Sonst würdet ihr gleich rauslaufen und vom Troll gefressen werden. Da könnt ihr so viel meckern, wie ihr wollt. Ich tue euch nur was Gutes. So, wo bleibt unsere Ratte? Bestimmt läuft die gerade an mir vorbei. Im Käfig, ohne dass ich sie sehe. Ich sehe noch nirgendwo Blutflecken. Nö. Na gut, das werden wir wohl auch nächste Folge erst sehen können, wie das funktioniert. Oder auch nicht. Und jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Bis denn, ne?